Guten Morgen alle zusammen. Hier ist der John Rosenbusch. Ich wollte Sie alle ganz herzlich zu unserem ersten Webinar aus der neuen Webinarreihe begrüßen. Ich hoffe, Sie können mich alle hören. Wenn das gut funktioniert, würde ich Sie bitten, vielleicht ein ganz kurzes Okay in den Chat zu schreiben. Und dann können wir auch schon weitermachen. Ja, da kommen schon die ersten Okays. Also gehen wir davon aus, dass das hier ganz gut funktioniert. Ich bedanke mich nochmal, dass Sie sich die Zeit nehmen. Wir werden ungefähr eine halbe Stunde, maximal eine Dreiviertelstunde brauchen, um diese Geschichte hier zu besprechen. Wir wollten einfach mal an der Stelle ein bisschen informieren, was es so Neues gibt in die Richtung, weil wir festgestellt haben, dass sehr viele gerade in letzter Zeit diese Kennzeichenerkennungslösungen einsetzen. Haben wir uns gedacht, dann machen wir dazu doch einfach mal ein bisschen Input. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Kennzeichenerkennungslösungen, die es hier bei uns bei Senstar gibt, eigentlich für den Einsatzzweck im Sicherheitsbereich gestaltet wurden. Das heißt, die typischen Anwendungen sind Automatisierung von Tor- und Schrankensteuerung, so im gewerblichen Umfeld, also die Einfahrtsbereiche, Ausfahrtsbereiche in Industrieparks, Firmengelände, alles, was da so in die Richtung dazugehört. Natürlich gehören dazu auch Alarmierungen von unerwünschten Kennzeichen, die man auf eine Blacklist setzt oder andere Dinge, wie zum Beispiel Auswertungen, Berichte nach Regionen und so weiter. Grundsätzlich kann man sagen, dass die Kennzeichenerkennung in den Senstar-Systemen unabhängig vom Kamerahersteller und vom Kameratyp sind. Das heißt, man kann jede beliebige Kamera dort anschließen. Die Frage ist natürlich, macht es Sinn? Es gibt ja spezielle Kennzeichenerkennungskameras, die dann ja, so einen speziellen Infrarotblitz haben, so eine spezielle Filterscheibe, dass eben nur das infrarote Licht durchdringt an den Kamerasensor. Das eignet sich besonders gut natürlich, wenn man Kennzeichenerkennung im Außenbereich macht und macht auch die Lesequalität natürlich deutlich besser. Sie sehen es hier im Screenshot, da wurde ein Bild aufgenommen bei einer sehr regnerischen Umgebung. Da sieht man, dass der Kontrast schon sehr schlecht ist dort am Kennzeichen. In dem Fall wurde es zwar noch gelesen, aber das muss auch nicht unbedingt dann immer so gut funktionieren, wie man das hier sieht. Wie gesagt, das Ganze wurde eigentlich so für den Objektschutz ermittelt, entwickelt, Entschuldigung. Wir limitieren softwareseitig bis 30 km/h, was das Ganze angeht. Das heißt, die meisten Anwendungen sind natürlich sowieso im Torbereich oder im Schrankenbereich, wo Fahrzeuge kurz stoppen, kurz anhalten, dann wird das Kennzeichen gelesen, die Schranke, das Tor geht auf und dann geht es eben weiter. Aber wir lassen eben Fahrzeugbewegung bis 30 km/h. Es geht auch ein bisschen mehr, ist schon drin, je nach Bildrate, aber das ist eigentlich so der Bereich, in dem wir uns bewegen wollen. Das Ganze wird konfiguriert über den Browser, aber das zeige ich Ihnen dann später. Zur Lizenzierung vielleicht noch mal ganz grob. Es gibt ja immer noch ein paar, die so das alte Version 6 Lizenzmodell von Symfony gewohnt sind. In Symfony 7 haben wir das Ganze ja mal ein bisschen geändert. Das ist zwar schon ein paar Jahre her, aber manche haben immer noch so dieses alte Lizenzmodell im Kopf. Also Symfony 7 gibt es grundsätzlich in drei verschiedenen VMS-Stufen. Das ist einmal die Symfony Standard. Das ist so für den üblichen Betrieb, da ist eigentlich alles drin, was man so braucht. Wenn die Systeme größer werden, es ein Server nicht mehr schafft, alle Kameras zu verwalten und man braucht diesen Multi-Server-Betrieb, also mehrere Server, die dann virtuell miteinander verknüpft sind, dann setzt man die Professional-Versionen ein von Symfony. Oder es gibt eben diese Enterprise-Lizenzierung noch, die steht dann für die hohe Verfügbarkeit und da sind diese ganzen Funktionen für Failover, Redundanz, Serverüberlastschutz, Failback, Videowand, diese ganzen Geschichten, GIS-Kartenintegration, das ist dann alles in der großen Enterprise freigeschaltet.
Grundsätzlich nochmal, für jede Kamera oder besser gesagt für jedes IP-Gerät, was ich in Symfony integrieren möchte, brauche ich eine von diesen Lizenzen. Also im Beispiel 10 Kameras. Wenn ich so im einfachsten Fall mal rangehe, bräuchten wir für 10 Kameras 10 Standardlizenzen. Und dann ist es auch egal, ob diese 10 Kameras ein oder mehrere Streams haben oder ein oder mehrere Objektive. Es wird nach IP-Adresse lizenziert. Möchte ich für eine von diesen 10 Kameras Videoanalyse freischalten, brauche ich zusätzlich zu diesen VMS-Lizenzen noch Videoanalyse-Lizenzen. Und da gibt es hier eine ganze Menge bei uns. Also oben horizontal in dunkelblau sehen Sie, welche Pakete dann in der Preisliste zu finden sind und runterwärts, also vertikal in gelb, dann die Funktionen, die sich in den einzelnen Paketen verbergen. Wir möchten heute eigentlich über die zwei Punkte sprechen. Es gibt einmal dieses Core Analytics Paket, was viele von Ihnen ja schon kennen. Da ist unter anderem eine Kennzeichenerkennung, hier in hellblau markiert, integriert. Und es gibt nochmal eine zweite Lizenzstufe. Das ist eine separate Kennzeichenerkennungslösung, die ist dann nochmal separat gibt, weil dahinter verbirgt sich die Kennzeichenerkennung von ARH. Also wir haben zwei verschiedene Kennzeichenerkennungen in Symfony integriert, unsere eigene und die von ARH. Hier habe ich Ihnen nochmal die beiden Funktionen gegenübergestellt oder die Unterschiede zwischen den beiden Paketen. Auf der linken Seite das von ARH, das große, wir sagen immer die große Kennzeichenerkennung dazu. Die gibt es also in zwei Paketen, einmal für vier Kameras, also für vier Kennzeichenerkennungskameras und einmal für bis zu acht Kameras. Die Listenpreise habe ich Ihnen hier mal mit auf die Folie geschrieben. Es gibt einen kleinen Nachteil bei der Geschichte und zwar, es ist ein USB-Hardware-Dongle hier vonnöten, den man in diesen Server reinstecken muss sozusagen, sonst funktioniert die ganze Geschichte nicht, weil auch ein Teil dieser Videoanalyse auf diesem Dongle berechnet wird. So schützt eben ARH, also das ist ein ziemlich bekannter Kennzeichenanbieter oder Erkennungsanbieter, aus Ungarn stammt die Firma, die sich nur auf sowas spezialisiert haben. Die fordern das sozusagen. Der große Vorteil, man hat hier eine Regionserkennung mit diesem Paket. Das heißt, die Kennzeichenerkennung wird auch nach Ländercodes unterscheiden. Also es kann Ihnen zum Beispiel anhand des Kennzeichens sagen, ob das ein deutsches Kennzeichen ist, ein polnisches, ein Schweizer Kennzeichen und so weiter. Also da gibt es hier so eine Europa-Regionserkennungsfilter in unserer Region. Aber mit diesem Paket ist es möglich, Kennzeichen weltweit zu lesen. Also egal, ob es japanische, chinesische oder ägyptische Kennzeichen sind, dieses Paket unterstützt weltweit alle Kennzeichen. Umlaute, EÜ, Sonderzeichen sind dann natürlich auch integriert und dieses Paket liest auch Leerzeichen. Also deswegen das Große, weil wirklich alles damit drin ist, was man so braucht. Wir haben selber in den letzten anderthalb Jahren eine eigene Kennzeichenerkennung entwickelt. Die wir preislich auch einfach deutlich unter dem großen Paket von ARH platzieren wollten. Deswegen ist die mit in diesem Core-Analyse-Paket integriert, wo ja neben der Kennzeichenerkennung noch viele andere Algorithmen mit dabei sind. Also für diese 650 Euro grob im Listenpreis ist das da schon mit drin. Es ist kein Dongle erforderlich, also man muss keinen Dongle in den Server reinstecken, das geht also immer. Es unterstützt dieses lateinische Alphabet, also unsere typischen Kennzeichen, wie wir es hier in Europa kennen, mit unserem Alphabet werden da unterstützt oder die der amerikanischen Länder natürlich. Momentan, und das ist ein großer Nachteil noch, gibt es noch keine Unterstützung für Sonderzeichen wie Ä, Ö und Ü, die ja neuerdings auch bei uns in Deutschland hier auf Kennzeichen zu finden sind. Das wird aber kommen. Ich habe gestern erst mit dem Product Management drüber gesprochen. Wir denken, dass wir so spätestens im Mai das Thema gelöst haben und dass wir dann auch in diesem Core-Paket, in dem günstigen, dieses Sonderzeichen mitlesen können. Welche Herausforderungen gibt es noch in Richtung Kameraplatzierung? Da gibt es einen ganz klaren Guide bei uns auf der Website, der sich nur mit diesem Thema Kennzeichenerkennung befasst.
Da gibt es auch Vorgaben drin, was die Bildqualität angeht, wie groß Kennzeichen sein müssen oder wie groß diese Schriftzeichen, wie viele Pixel die haben müssen. Da würde ich Sie bitten, wer da Interesse hat, sich einfach mal im X-Net oder auf der Website diesen ALPR-Guide runterladen. Gibt es natürlich in Deutsch. Da ist alles wirklich super bebildert und beschrieben. Ich habe mir hier nur einen Teil rausgeholt, weil immer die Frage kommt, ja, muss jetzt die Kamera direkt gerade gucken oder eben nicht? Kann man die woanders montieren? Ich weiß, das ist immer das schwierigste Thema bei dieser ganzen Geschichte. Wo kann ich diese Kamera platzieren? Das ist immer eine große Frage. Viele versuchen es dann in Säulen irgendwie hinzubekommen, die dann natürlich auf Kennzeichenhöhe die Kamera eingebaut haben. Das ist der Idealweg, aber der lässt sich natürlich nicht immer umsetzen, bautechnischer Art. Und hier sehen Sie, was eben möglich ist. Also man kann den Winkel in der Höhe bis zu 30 Grad ist drin. Es geht theoretisch auch mehr und es funktioniert auch praktisch mehr. Aber als Empfehlung, die Verzeichnungen wären dann einfach zu stark, wenn sie außerhalb dieser genannten Winkel hier liegen, so dass die Lesung einfach nicht so akkurat wird, wie sie sein sollte. Ich würde aber sagen, genug Folien. Wir schauen uns das Ganze jetzt einfach nochmal in echt an, in live. Und dazu vielleicht einfach nochmal ein kurzer Exkurs ins X-Net, dass Sie auch sehen, wo Sie dieses Kennzeichenerkennungspaket runterladen können. Und zwar finden Sie das hier unter Downloads. Sie sehen alle mein Screen? Ich denke schon. Wenn nicht, bitte einfach kurz im Chat beschweren. In dem Download-Bereich vom Senstar X-Net, denn das kennen Sie, finden Sie hier an der Seite die Möglichkeit, diese Symfony-Programmpakete runterzuladen. Hier nach verschiedenen Versionen natürlich filterbar. Hier haben Sie den Symfony Server Installer, den Sie auch jederzeit natürlich runterladen können und als 30 Tage Demo installieren können. Und um diese Kennzeichenerkennung im System freizuschalten, müssen Sie nach der Installation von Symfony also noch diese Symfony LPR-Komponente hier runterladen. Das sind nochmal diese 680 MB und Sie brauchen auch noch dieses Symfony Analytics Pack. Diese beiden Zusatztools, Plugins, Erweiterungen, wie auch immer, müssen Sie also mit runterladen und nach der Symfony-Installation einfach noch nachinstallieren. Wenn das geschehen ist, und Symfony hat das alles installiert, dann sieht es so aus wie hier. Ich muss nur mal auf unseren anderen Server springen. Da kann ich Ihnen das dann auch gleich zeigen. Das läuft nämlich live. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit, uns das gleich live mal anzuschauen. Natürlich, Sie wissen das selber, Sie kennen es aus Ihrer Umgebung, die Verkehrsdichte ist dramatisch gesunken die letzten Tage. Also ein bisschen schwierig, dass gerade ein Auto vorbeikommt, aber wir können ja einfach mal hier in die Aufzeichnung reinschauen. Da finden wir bestimmt ein bisschen Material, um uns da was anzuzeigen. Spielen wir das einfach mal ab, was vor ein paar Minuten passiert ist. Also hier müssten jetzt gleich ein paar Autos vorbeifahren. Wenn Sie übrigens Fragen haben zu dem ganzen Thema, nutzen Sie bitte einfach den Chat oder dieses Fragenfenster. Dort können Sie jederzeit Ihre Fragen reinschreiben. Ich bemühe mich, die dann während der Präsentation entsprechend auch mit zu beantworten. Also hier sehen Sie, wie die Software eigentlich schon die Kennzeichen liest. Und ich wollte Ihnen nur mal ganz kurz zeigen, wie man das auch konfiguriert. Dazu geht man in die Symfony Server Konfiguration. Da muss man sich natürlich einloggen. Und dann entsprechend die richtige Kamera nutzen. Ich nutze jetzt einfach mal die, die ich Ihnen hier gerade gezeigt habe. Das ist die, sehen Sie im Vorschaubild, das ist einfach eine Axis-Dom-Kamera, die durch die Scheibe auf den Kreuzungsbereich schaut. Und hier an der Seite haben Sie dann nach Installation
Von diesen Zusatzkomponenten, die ich erwähnt hatte, haben Sie hier die Möglichkeit, eine entsprechende Lizenz zuzuweisen. Hier haben wir die Lizenz automatische Kennzeichenerkennung schon zugewiesen der Kamera und die kann man dann hier einschalten. Hier sehen Sie auch die zwei verschiedenen Kennzeichenerkennungen, die hier auftauchen. Einmal die Kennzeichenerkennung mit dem Core-Paket, die in dieser Core-Analyse-Lizenz enthalten ist, und einmal das ARH-Paket. Ich kann Ihnen auch gleich den Unterschied zeigen, aber von der Konfiguration sind sie fast identisch. Gucken wir uns mal an, wie dieses Paket konfiguriert wird. Ganz wichtig, vielleicht zur Auflösung, wir empfehlen auf jeden Fall Full-HD-Kameras für die Analyse zu nutzen, um dann entsprechend auch die Pixelgrößen einhalten zu können von diesen Kennzeichen. Bezeichnungen eben, also von den Buchstaben, die drauf sind. Full HD wird hier auf jeden Fall empfohlen. Da wir hier ein paar Autos haben, die doch ab und zu mal rumfliegen um die Kreuzung, haben wir hier mit 10 Bildern pro Sekunde gearbeitet. Wenn Sie in Anwendungen arbeiten, üblicherweise also dann in so Tor-Schrankenbereich, wo Autos langsam ranfahren, stoppen, dann wird gelesen, dann geht die Geschichte auf. Reicht es auch völlig, wenn Sie mit einem Bild pro Sekunde arbeiten oder zwei Bildern pro Sekunde. Reicht also völlig aus. Wenn die Fahrzeuge eben also schneller sind, bei 30 km/h zum Beispiel, müsste man schon mit 10 Bildern arbeiten, weil Sie sonst einfach nicht genügend Bildmaterial für die Analyse haben. Hier haben wir einen Regionsfilter eingestellt, Europa, der dann also auch diese Ländererkennung macht. Und wir haben hier sogar eine weitere Funktion genutzt, die nennt sich Motion Chaining oder auf Deutsch durch die Bewegungserkennung aktivieren. Das bedeutet also, dass wir unsere Kennzeichenerkennung nicht dauerhaft aktiv haben, sondern dass wir nur dann die Kennzeichenerkennung einschalten, wenn Bewegung auf der Fahrspur ist. Das heißt, wir kombinieren diese Kennzeichenerkennungsanalyse mit einem zweiten Algorithmus und das ist dann die Bewegungserkennung. Das zeige ich Ihnen vielleicht aber auch später. Hier hätten Sie übrigens noch die Möglichkeit, das Ganze hier durch ein Relais zu aktivieren. Das wäre die Alternative. Das nutzt man zum Beispiel an Laderampen, wenn man erkennen will, in der Logistikautomatisierung, welcher LKW ist jetzt an die Laderampe gefahren. Dann macht man das mit Lichtschranken, die dann ein Relais triggern und man kann dann bei Durchbrechung dieser Lichtschranke eben die Kennzeichenerkennung triggern. Wir lassen es mal hier mit der Bewegungserkennung. Und was macht man? Man definiert mit diesem Pinselwerkzeug, wie Sie es aus Symfony kennen, diesen Überwachungsbereich. Also den male ich jetzt hier nochmal nach, bisschen größer oder radieren Sie eben was weg. Mit diesem gelben Bereich legt man fest, wo sollen denn überhaupt Kennzeichen gelesen werden im Bild. Und weiterhin müssen Sie definieren, wie groß denn so ein Kennzeichen ist. Jetzt haben wir hier ein Bild drin, wo kein Auto zu sehen ist. Das macht natürlich wenig Sinn, aber wir haben hier unten die Möglichkeit, das Bild zu ändern. Das können wir auch mal tun. Also wir laden uns am besten aus unserer Aufzeichnung irgendein Bild raus, wo wir ein Auto dann auch zu sehen haben. Ein bisschen zurückspringen. Hier, das sieht ganz gut aus. Haben wir noch eine Sekunde vor. Das kennt, naja, nicht funktioniert. Müssen wir das nehmen? Passt auch. Also laden einfach ein anderes Bild rein. Hier haben wir noch so einen Zoom-Slider eingebaut, dass man da ein bisschen reinzoomen kann. Und alles, was man im Endeffekt macht, ist dieses Viereck, was oder dieses Rechteck, was wir hier liefern, das kann man hier an den Ecken anpacken und kann das entsprechend anpassen. Das schiebt man hier auf so ein Kennzeichen hin im Bild und zieht es einfach so groß, dass das diesen weißen Bereich des Kennzeichens überdeckt. Also bitte nicht diese blaue Deutschland-Ecke da mit reinnehmen, sondern nur das weiße Kennzeichen. Also einmal den Außenbereich und dieses kleine innere Viereck definiert die Mindestgröße, weil Ihr Kennzeichen sich ja perspektivisch von der Größe ändert, je weiter es auf die Kamera zufährt. Also mit dem kleinen inneren Viereck definieren wir die Mindestgröße der Buchstaben sozusagen. Und wenn man das so eingestellt hat, sehen Sie das, also wenn ich hier an diesen Werten ziehe, dann ändern sich unten auch diese numerischen Werte. Man hätte das jetzt auch numerisch ändern können da unten, aber warum sollte man das tun, wenn es hier so schön optisch funktioniert, gell? Also mehr muss man eigentlich nicht machen, was die Konfiguration der Kennzeichenerkennung angeht. Und dann ist das Ganze eigentlich schon konfiguriert und läuft so, wie Sie es hier im Beispiel
auch gesehen haben. Ne? Dann läuft das Ganze und erkennt die Kennzeichen. Was macht man jetzt aber damit, weil man die wenigsten Kunden geben einfach Geld aus, um jetzt hier einfach Kennzeichen im Bild mit angedruckt zu haben? Es gibt natürlich um diese automatische Erkennung, die ja einfach nur der erste Schritt ist, gibt es eine ganze Menge an Zusatzfunktionen. Es gibt zum Beispiel Anwendungen, wo Wachleute aktiv an Systemen arbeiten, zum Beispiel im Logistikbereich, wo man genau definieren will, wer ist denn reingefahren und will das auch protokollieren und wer ist denn rausgefahren. Dazu lässt sich hier dieses Kennzeichenprotokoll einblenden. Meistens macht man das unter dem Bild, wie man es hier sieht. Da sind alle gelesenen Kennzeichen, tauchen hier nochmal auf. Sie sehen hier oft die Kennzeichen doppelt drin bei uns in der Liste, weil wir hier zwei Kennzeichenerkennungen parallel laufen haben. Ich gehe aber mal hier oben auf Live, sonst verwirrt Sie das und sehen Sie oben andere Kennzeichen als unten in der Liste. Also alles, was hier aktuell momentan gelesen wird, live im Bild, taucht natürlich auch unten in dieser Liste hier wieder auf. Und dann sehen wir auch das Bild dazu entsprechend. Wenn jetzt das in einem Logistikbereich Anwendung findet, das kann ja trotzdem mal passieren, dass ein Kennzeichen falsch oder nicht gelesen wird, durch eine Beschädigung oder weil es verdreckt ist oder wie auch immer. Dadurch hat der Wachmann, der das Ganze mit steuert, meistens ist es ja, sind das das Personal im Eingangsbereich oder so, die haben hier die Möglichkeit, sich dieses Bild aufzuschalten, zu vergleichen, ist dieses Kennzeichen identisch mit dem im Bild? Wenn nicht, das müssen wir mal hier machen, genau, hat man die Möglichkeit, das hier auch noch zu editieren, falls ein Lesefehler passiert ist. Manchmal wird ein I als 1 gelesen oder ein O als eine 0 oder so, wenn das ein bisschen verdreckt ist oder der Winkel schlecht ist, die Beleuchtung, dann kann man das hier an der Stelle entsprechend auch korrigieren. Ja. So. Das machen natürlich aber wahrscheinlich die wenigsten. Eine andere Variante ist noch, jetzt muss ich mal gucken, wo ist meine Kamera hin? Eine andere Variante ist noch, das Thema Kennzeichen manuell einzutragen. Das würde auch funktionieren. Aber nur in dieser Kennzeichenerkennung von ARH. Die ist so konfiguriert. Jetzt sind wir in Kanada in der Demo. Ich wundere mich schon, warum das jetzt hier weggesprungen ist und mein Kamerabaum auf einmal anders aussieht. Ich deaktiviere den Server vielleicht mal. Dann springt er mir nicht immer hin und her. So. Wunder mich hier schon. Da sind wir wieder. Also bei der normalen, bei unserer eigenen hat man diese Möglichkeit entsprechend nicht. Bei der AAH-Kennzeichenerkennung hat man die Möglichkeit, wenn man jetzt in dem Bild ist, zum Beispiel hier, und sieht ein Auto da drin und das Kennzeichen wurde eventuell nicht gelesen von der Kennzeichenerkennung, weil es verdreckt war oder wie auch immer. Nehmen wir an, da ist ein Kennzeichen zu sehen und es wurde eben gar nicht gelesen. Dann hat man hier über dieses Autosymbol die Möglichkeit, Kennzeichen noch manuell nachzupflegen. HUAI 105 zum Beispiel. Am besten ohne Leerzeichen, je nachdem, wie man es macht, kann die Region entsprechend noch einstellen. Also Deutschland, oder Germany ist es wahrscheinlich dann hier. Nee. Da in Deutschland und kann das Ganze noch aktualisieren und da würde zu dem Zeitstempel dieses Kennzeichen dann manuell eben auch angelegt in dieser Liste. Also korrigieren, händisch eintragen würde funktionieren. Eine andere Option, die man mit dieser ganzen Geschichte hat, man kann natürlich nachträglich nach Kennzeichen suchen. Auch das funktioniert. Ich schiebe Ihnen das mal rüber. So, hier werden diese ganzen zuletzt gelesenen Kennzeichen werden alle nochmal aufgelistet.
Aber wir könnten jetzt zum Beispiel mal nach irgendeinem Beispiel suchen, HUCH, und zwar von, sagen wir mal, Montag bis heute. Gucken wir mal, was da rauskommt. Ja, es sind ein paar, schränken wir das Ganze nochmal ein, nach diesem CH33 vielleicht. Hier der Pizzadienst, so wie es aussieht. Dann sehen wir, oh, der fährt natürlich doch schon öfters mal vorbei. Ne? Das kann man hier alles sozusagen nachvollziehen. Man könnte natürlich Kennzeichen auch verwalten. Was ich Ihnen gern gezeigt hätte, wir können es nochmal probieren. Man kann nämlich auch nach Regionen suchen. Ich könnte jetzt zum Beispiel mal gucken, wie viele Polen sind jetzt hier in den letzten 3 Tagen vorbeigefahren. Auch das funktioniert. Nur ist leider die Verkehrsdichte so stark gesunken, dass wirklich echt nicht mehr viele durchfahren. Sonst war hier immer die Latte groß und man konnte nach Polen, Rumänen, Kroaten, man konnte hier alles echt suchen, weil Hanau wirklich sehr viele unterwegs sind. Aber momentan ist echt nicht so viel los durch diese Corona-Krise. Also Sie haben gesehen, man kann nach Kennzeichen suchen, man kann nach Datum Uhrzeit suchen, man kann nach Region suchen oder man könnte auch nach Beschreibungen suchen, weil man kann Kennzeichen auch verwalten in dem ganzen System. Das zeige ich Ihnen jetzt mal, was das dann auch mit diesen Beschreibungen zu tun hat. Das dauert jetzt vielleicht aber einen kleinen Moment, um dieses Protokoll zu laden, weil die Datenbank ist echt relativ groß auf dem Demo-Server hier. Und da müssen wir vielleicht mal kurz eine halbe Minute warten. Ah, da ist es schon. Da ist es schon. Hier hat man diese Protokollierung von diesem Kennzeichenprotokoll. Und hier in dieser Liste haben wir jetzt alles drin, was unser System jemals gelesen hat. Man kann aber natürlich mal filtern, HU, AI, nach den Firmenkennzeichen zum Beispiel. Und hier sieht man, man kann Kennzeichen schon voranlegen, indem man die importiert. Man kann die Liste natürlich auch exportieren und man kann zu den Kennzeichen nicht nur eine Region anlegen, sondern eben auch eine Beschreibung. Hier Michael Rumpf oder der John Rosenbusch, also ich. Also hier sind die verschiedenen Firmenkennzeichen entsprechend hinterlegt. Was man auch sehen kann, man hat hier die Möglichkeit, Listen zu verwalten. Ich schiebe das mal hier rüber. Also man hätte die Möglichkeit, hier entsprechend sich verschiedene Listen zu definieren. Da gibt es auch überhaupt gar keine Beschränkungen, wie viele das sind oder wie die heißen. Kann man alles frei anlegen. Und diese Listen helfen einem, diese Kennzeichen schon entsprechend zu gruppieren. Das heißt, im Industriebereich, man könnte die Chefetage mit einer eigenen Liste versorgen, die Mitarbeiter in der Produktion, man könnte Lieferdienste, man könnte Handwerker, könnte alles in eigene Listen einteilen. Ein Kennzeichen kann natürlich auch Mitglied in mehreren Listen sein. Das verwaltet man dann entsprechend hier. Man kann also hier Listen hinzufügen und kann vor allen Dingen auch Start- und Endzeiten für diese Listen entsprechend noch anlegen. Also man könnte jetzt zum Beispiel sagen, dass Lieferdienste, also die Liste Lieferanten zum Beispiel, dass die eben eine Einfahrtsbeschränkung haben und nur von 8 Uhr morgens bis 16 Uhr am Nachmittag eine Einfahrtgenehmigung sozusagen haben. Das kann man hier entsprechend definieren. Und wenn man diese ganzen Listen angelegt hat, hat seine Kennzeichen importiert aus Excel, die Beschreibung dazu, welche Liste gehört welches Kennzeichen an, dann kann man sich später natürlich noch Regeln erstellen, indem man einfach in diese Konfiguration von seinem Symfony-Server geht, legt sich entsprechend eine Regel an. Wir können das jetzt einfach mal durchspielen. Nennen die jetzt einfach mal Test Mitarbeiter Ranke auf zum Beispiel. Als Ereignis müssen wir natürlich ein neues Ereignis definieren. Da haben wir noch keins. Das ist dann Kennzeichen Mitarbeiter. Fügen unser Gerät hinzu. Das ist dann unsere Kamera. Müssen Sie nur noch finden. Hier, wir nehmen einfach die, ist egal, welche wir nehmen jetzt hier. Packen die Lokation da rein. Sagen, es geht um die Kennzeichenerkennung. Und wir wollen in dem Sinne
keinen Alarm auslösen, aber eine Aktion für alle Mitarbeiter oder für alle Kennzeichen, die auf der Mitarbeiterliste sind. Also brauchen wir diese Alarmaktion nur für gelistete Kennzeichen der Liste Employees zum Beispiel oder Mitarbeiter, wie man sie eben auch genannt hat. Speichern wir das Ganze ab. Und jetzt müssen wir noch definieren, was passieren soll. Und dazu brauchen wir eine neue Aktion in Symfony. Ja, was wollen wir machen? Wir wollen Alarm ausgeben. Jedes Mal, wenn ein Mitarbeiter kommt, meinetwegen, können wir machen. Aber ganz wichtig ist natürlich, wir wollen natürlich die Schranke öffnen. Und das macht man meistens mit Relais. Also fügen wir uns den Punkt Relais hier an der Seite hinzu und sagen zum Beispiel an unserem ADAM-Modul oder an unserer Axis oder Hikvision-Kamera gibt es einen Schaltkontakt und da hängt eben die Schranke dran. Ich nehme mir jetzt irgendeine Kamera, nehmen wir die und sage, wenn Relaiskontakt Nummer 1 eingeschaltet wird, dann oder wir schalten in dem Fall eben den Relaiskontakt ein, Nummer 1 eben ein und stellen den Zustand nach, was reicht uns, 2 Sekunden, also 2000 Millisekunden, schalten wir den Zustand einfach wieder zurück. Das können wir hier so definieren und dann machen wir hier die Aktion, heißt dann eben Schranke auf, zum Beispiel. Ja. Und schon ist es abgespeichert. Und jetzt haben wir hier zusätzlich nochmal die Möglichkeit, auch wenn diese Kennzeichenlisten schon die Möglichkeit der Einfahrtsbeschränkung oder der Definition des Zeitrahmens haben, haben wir hier immer nochmal die Möglichkeit zu sagen, wann diese Schrankenöffnung erfolgen soll, in welchem Zeitrahmen. Dazu können wir einen Zeitplan noch anlegen. Man könnte den manuell anlegen, aber ich mache es mir jetzt einfach und nutze einfach dieses 24/7, was schon voreingestellt ist. Also immer, egal wann der Mitarbeiter kommt, die Schranke geht auf. Dann speichern wir das ab und schon ist das Thema erledigt. Würde der nächste Mitarbeiter hier an der Schranke entsprechend vorbeifahren, hätten wir also die Möglichkeit, die Schranke dann auch manuell oder automatisiert zu öffnen. Ja. Das Ganze führt sogar noch so weit. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich Ihnen das wirklich zeigen kann, weil im Demo-Server habe ich jetzt nicht immer so viel Zugriff. Nee, haben wir hier nicht. Aber ich kann es Ihnen zeigen. Bei unserer Kamera im Türbereich sehen Sie hier an der Stelle, man kann sich in Symfony mittlerweile solche virtuellen Buttons einblenden. Da steht jetzt hier Open und Close. Und das ist verknüpft mit dieser Kamera, die heißt jetzt hier Face Rack Live. Ich kann Ihnen das mal zeigen, wo das konfiguriert wird. Und zwar gibt es die Möglichkeit, sich hier Hardwaregeräte anzulegen. Und jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, wir haben das über den hier. Nee, es war der verkehrte. Genau, über den hier. Das ist einfach so ein Schaltkontaktmodul. Da haben wir hier diesen Eingang 1 oder den Ausgang 1, die Tür angeschlossen. Das kann man hier frei benennen. Man kann sogar die Zustände benennen. Also statt Open und Close könnte man auch öffnen, hier reinschreiben und schließen. Und kann sogar automatische Schaltungen einfügen und könnte das entsprechend auch mit Kameras verknüpfen. Ich mache das jetzt einfach mal mit dieser Kamera und verknüpft es einfach mal, speichert es mal ab. Und der Vorteil ist, man hat die Möglichkeit, hier die Schranke dann auch manuell zu öffnen als Bediener, also als Wachmann, der zum Beispiel vor diesem Client-Software jetzt hier sitzt, hat er die Möglichkeit, einfach durch Klicken auf diesen Button den Summer zu betätigen oder in dem Fall die Schranke zu öffnen. Und hier schaltet dann auch der Status automatisch hin und her, sozusagen. Ja. Also hier die Möglichkeit, auch Schranken manuell zu öffnen. Jetzt haben Sie schon mal so einen ganz groben Einblick bekommen, wie dieses ganze Thema funktioniert, also wie man es lizenziert, was es für Möglichkeiten gibt, der Lesung, welche Kamerageschichten es gibt, wie man Regeln anlegt, wie man diese Kennzeichen verwaltet.
Wenn Sie da konkrete Projekte in die Richtung haben, wir beraten Sie natürlich immer gern telefonisch oder online, so wie hier, dass wir Sie per Teamviewer irgendwie durch ein Demosystem führen oder so, ist alles gar kein Problem. Sagen Sie uns einfach kurz Bescheid. Ansonsten wollten wir Ihnen hier heute einfach mal nur einen kurzen Überblick über dieses Thema vermitteln. Wenn Sie Fragen haben, der Chat ist geöffnet. Es wäre Zeit, Sie können jetzt da reinschreiben, oder nutzen Sie dieses Fragenformular und dann beantworte ich das Ganze auch gern. Ich warte mal einen kurzen Moment und gebe Ihnen Möglichkeit, das einzutippen. Ich würde mich auch ganz kurz noch vorstellen. Ich habe es auch geschafft. Tom Triebel, der ein oder anderen kennt mich bestimmt auch im Support oder aus den Trainings. Ja, meine IT hat ein bisschen gestreikt. Der hat mich nicht reingelassen. Ich melde mich eigentlich, weil hier hat schon einer geschrieben. Und zwar, wie das aussieht bei virtuellen Servern mit dem USB-Dongle. Kannst du da kurz Antwort geben? Also die Frage, ich lese auch gerade, hier geht es darum, wie lässt sich das Ganze auch virtualisieren? Ja, natürlich. Also wir haben ja einerseits, wir haben ja zwei verschiedene Kennzeichenerkennungslösungen, die von uns selbst, die von Senstar, die in dem Core-Paket drin ist, die lässt sich natürlich jederzeit virtualisieren, weil das nichts anderes ist als normale Symfony-Analyse-Lizenz. Ein bisschen schwieriger ist es mit dieser Geschichte von ARH, wo dieser Dongle notwendig ist. Aber auch das kriegt man hin. Es gibt von W&T gibt es zum Beispiel Module, da passen, ich glaube, 8 USB-Sticks rein, die haben Netzwerkanschluss und damit virtualisiert man USB-Ports sozusagen, die man dann übers Netzwerk an die virtuelle Maschine verknüpft. Damit haben wir recht gute Erfahrungen in verschiedenen Projekten und das funktioniert also auch damit lässt sich so ein Dongle virtualisieren. Eine andere Frage, die hier gerade noch reinkommt, ist, wie sieht es aus mit Einbindung von Drittsystemen? Ist das möglich? Ja, nein. Auch dazu gar kein Problem. Wir stellen ein recht umfangreiches SDK zur Verfügung. Sie können das auch im XNet, wo ich Ihnen vorhin den Download gezeigt hatte für die Software und für das Videoanalysepaket. Auch da können Sie dieses SDK runterladen und im SDK ist auch die Beschreibung und die Dokumentation mit integriert. Diese Integration in Drittsysteme geht am einfachsten über unsere Mobile Bridge Schnittstelle, also die wir auch für die externen Geräte wie Mobiltelefone verwenden. Da hat man die Möglichkeit, sich über sichere Verbindungswege mit dem VMS zu verbinden. Man bekommt in Echtzeit auch die gelesenen Kennzeichen über die Schnittstelle mitgeteilt. Man hat Möglichkeit, also man bekommt die Alarme auch gepusht und man hat auch die Möglichkeit, rückwirkend, also bidirektional mit dem System zu arbeiten. Man kann also auch darüber Kennzeichen automatisiert auf diese Listen importieren, exportieren. In Echtzeit sozusagen. Und das nutzen wir schon sehr erfolgreich in Projekten wie bei BMW, wo komplette Logistikprozesse automatisiert sind. Also da ist es zum Beispiel mittlerweile so, dass über eine SAP-Software der BMW seinem Logistikpartner einen entsprechenden Auftrag erteilt. Der muss dort in diese Maske dann eingeben, wann er denn kommt oder bekommt ein Zeitfenster der Lieferung sogar vorgeschrieben. Das ist immer so 15 Minuten lang. Und der Logistiker muss dann eintragen, welchen Fahrer er schickt, welches Fahrzeug, Kennzeichen, Ladung wird also alles vorher bekannt gegeben. Und ist dem der Fall und der Fahrer kommt pünktlich in diesem 15-Minuten-Fenster am Tor an, muss er sich natürlich mit seinem Zufahrtsausweis ausweisen, um überhaupt erstmal diese Logik zu aktivieren. Und wenn das Ganze aktiviert ist, wird noch das Kennzeichen gegengeprüft mit der Eingabe, die vorher getätigt wurde. Und dann geht das Tor also vollautomatisch auf und der LKW kann entsprechend einfahren. Ist die 15 Minuten Zeit abgelaufen, nimmt diese Schnittstelle das System also oder dieses Kennzeichen automatisch von der Liste wieder runter, sodass er dann danach keine automatisierte Einfahrt mehr hat. Was kommen hier noch für Fragen rein? Zeitreduzierung von ALPR-Erkennung des Kennzeichens bis Ausgabe Alarm. Wie geht es?
Verstehe ich nicht 100%, aber ich kann ein bisschen mutmaßen. Ja, ich vermute, es geht darum, wie lange dauert es, bis ein Alarm ausgegeben wird, wenn ein Kennzeichen erkannt wurde. Das geht eigentlich in Echtzeit, das Ganze. Also sobald ein Kennzeichen gelesen wird, wird es durch die Regel entsprechend oder wird er der Liste zugeordnet oder eben nicht, der Black- und White-List, die man definieren kann in den Regeln. Und dann erfolgt die Alarmauslösung eigentlich in Echtzeit. Ich hoffe, dem Benutzer seine Frage ist damit beantwortet. Wenn nicht, unsere Kontaktdaten stehen hier. Rufen Sie uns danach einfach nochmal an oder schreiben Sie uns ein kurzes Mail, dann klären wir das einfach danach. Dann kommt noch eine weitere Frage rein. Die Erkennung vom Kennzeichen ist erfolgt. Wie kann man die Alarmausgabe zur nachgelagerten Schrankenöffnung reduzieren? Also wenn das bedeuten soll, dass Sie keinen Alarm ausgeben wollen und nur die Schranke einfach so öffnen, dann muss man einfach den Haken bei Alarmausgabe wegmachen und dann geht die Schranke still und heimlich auf und es wird nicht jedes Mal im System ein Alarm ausgelöst. Wenn noch weitere Fragen sind, nutzen Sie bitte dieses Fragenformular, tragen Sie Ihre Frage kurz dort ein. Wer sich hier nicht traut oder nicht möchte, unsere Kontaktdaten stehen hier. Wir sind in wenigen Minuten wieder für Sie erreichbar. Schicken Sie uns eine Mail, rufen Sie uns an. Ansonsten danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Ich denke, wir sind im Zeitrahmen geblieben. Das hatten wir uns vorgenommen, 30 bis 45 Minuten, also alles im grünen Bereich. Dann danke ich fürs Zuhören, wünsche Ihnen noch viel Erfolg und bleiben Sie vor allen Dingen gesund. Bis bald. Tschüss.